Mover, Freunde, zu einer neuen Folge. Ja, heute gehen wir mal das Arrangement mit der Kamera ab. Dazu nehme ich euch jetzt mal gerne mit. Wir beginnen hier im Schattenbahnhof Dibbertz und wir geben uns direkt auf die Strecke zu unserem Mittelpunkt, dem Bahnhof Walburg, wo am meisten rangiert wurde und die Züge neu zusammengestellt wurden. Hier seht ihr nochmal, oder habt ihr gerade gesehen, kommt gleich nochmal das komplette Arrangement. Also wir gehen jetzt hier den schwarzen Bereich ab. Ganz rechts seht ihr eine Strecke abzweigen, das ist der Bereich von Walburg nach Miesburg. Wir laufen aber erstmal weiter die Hauptstrecke ab bis Meinerzhagen. Ja, hier kommen wir zu den Gleisanlagen des Bahnhofs Walburg. Meine beiden Bahnsteige. Dort könnt ihr auch mal den Ablaufberg sehen. Und links seht ihr jetzt direkt im Bild den Arbeitsplatz des Fahrdienstleiters. Und daneben stehend sein Weichenwärter, der das Stellpult bedient. Aber lasst mich noch ein paar Daten zu dem Bahnhof Walburg allgemein erzählen. Dieser Bahnhof existiert in Wirklichkeit, beziehungsweise hat existiert. Mittlerweile ist es ja nur noch eine Ruine. Und das hier im Modell befindliche Bahnhofsarrangement stellt den Jahrgang 1963 dar und wurde von mehreren Fremo-Kollegen in einer Gemeinschaft gebaut. So, nun verlassen wir aber auch den Bahnhof Walburg und gehen weiterhin die Strecke ab. Und da sehen wir schon den nächsten Anschluss, und zwar unsere Zeche, oder vielmehr Zeche unser Otto. Am Ende des Filmes seht ihr dann nochmal genau Details von der anderen Seite. Denn wir wollen jetzt erstmal die Strecke weiter abgeben. Nach unser Otto kommt der Bahnhof Mittelroth. Auch ein sehr schöner ländlicher Bahnhof, der aber bei diesem Arrangement, bei diesem Fahrplan arg genutzt wurde. Da wurde viel rangiert, allein schon wegen der Zeche. Hat Spaß gemacht. Wir gehen weiter. Jetzt kommen wir in den langen Gang. Wir befinden uns ja in einer Schule. Und ihr seht, schöne lange Strecken, bis wir hier zu dem Bahnhof Albersdorf kommen. Dieser ist noch recht neu. Und wie ihr seht, hier das Industriegebiet oder der Anschluss ist auch noch komplett in Bau. Aber wir gehen weiter. Die Streckenmodule, alle sehr schön fertig gemacht. Und wir kommen zum Bahnhof Hoffnungsthal. In Hoffnungsthal wurde dann auch wieder viel rangiert. Zum einen seht ihr links, das ist, wenn ihr auf die Karte guckt, ganz oben rechts. Da sind noch zwei Anschlüsse. Hier geht die Strecke weiter nach Deltin. Das hier ist Deltin, das Gleisdreieck. Und auf diesem Abzweig befindet sich gerade ein Zug. Den schauen wir uns mal an. Hier nach rechts geht es dann weiter nach Meinerzhagen. Das ist dann der Schattenbahnhof von der Hauptstrecke. Und nach links geht es zur WLE auf dem Arrangementplan die blaue Strecke. Aber das sehen wir dann gleich nochmal. So, fahren wir erstmal weiter oder fliegen wir weiter. Hier ist die Strecke sogar zweigleisig. Ja, und nimmt dann hier in diesem Seitengang
auch so langsam ihr Ende und da ist der Schattenbad auf meiner Zeit. Wir schauen jetzt wieder Richtung Hoffnungstal, machen einen Schwenk und gehen jetzt links ab. Das ist also wie gesagt oben rechts, um uns das Asphaltmischwerk anzuschauen. Eine super tolle Anschlussstelle, sehr schön gemacht. Und am Ende haben wir noch ein im Bau befindliches Kalkwerk. Das dürfte auch interessant werden, sobald das irgendwann mal richtig fertig ist. Ja, hier endet dann der Seitenarm und wir fangen wieder an mit Deltin, schwenken jetzt nach links in den blauen Bereich und fahren auf Lippertor zu. Hier seht ihr gerade die Baustelle. Das war, als damals die A43 entstand. Da sah das damals so aus. Sehr schönes Modul, was halt die Vergangenheit wieder gibt. Und wir sind jetzt hier bereits in Neu-Lippertor. Ja, hier ist die WLE ansässig, wie an den schönen blauen Loks alle zu sehen. Und wir werden auch hier auf der WLE-Strecke die Module ablaufen. Hier sehen wir jetzt das Zementwerk Nordstern, auch in der Entstehungsphase. Und immer wieder schön zum Rangieren. Hier ein kleiner Anschluss. Das ist Anschluss Fisch, ein Sägewerk. Und hier sind wir schon in Erlangen. Ebenfalls ein wirklich damals bestehender Bahnhof. Nach Originaldaten nachgebaut und wunderschön. Auch hier wieder diese Strecke, es ist einfach fantastisch, das ist richtig schön Nebenbahn. Da ist wieder ein kleiner Anschluss. Hier kommen wir jetzt zum Anschluss Hillenberg, wo die Steine in die Waggons verladen werden und dann zu den Kalk- bzw. Zementwerken abtransportiert werden. Hier kann man schön sehen, da wird von den LKWs über Rutschen in die Waggons verladen. Aber wir wollen weitergehen. Das Arrangement ist groß. Ja, auch hier entsteht wieder ein sehr schöner Geländeeinschnitt. Es macht immer Spaß, wenn die Züge da durchfahren. Sieht toll aus. So, ein großer Schritt zurück. Wir sind jetzt, wenn ihr auf den Plan gleich guckt, Miesburg. Nord habt ihr rechts und links. Wir sind jetzt bei dem rechten Teil der Industriebahn. Jede Menge Industrieanschlüsse. Viel zum Rangieren. Macht wirklich unheimlich Spaß. Also Züge fahren dagegen ist nichts. Und hier ist dann halt von der Miesburger Industriebahn der Bahnhof, wo alle Züge zusammengestellt und auseinandergenommen werden. In dem Sinne Miesburg Nord heißt er. Und wir gehen jetzt erstmal zu dem linken Teil der Industrieanschlüsse. Hier seht ihr auch sehr schön, Module müssen nicht immer groß und breit sein. Diese Module sind teilweise nur 30 cm. Man kriegt unheimlich viel drauf, was viel Spielspaß und Bastelspaß bringen kann. Ja, hier sind die Kollegen auch gerade am Zustellen. Und hier ist dann das Ende des linken Teils. Sind wir wieder bei Miesburg Nord und gehen einmal die Verbindungsstrecke nach Walburg ab.
was damals in Wirklichkeit ja die Strecke nach Eschwege war. Und hier sehen wir nochmal eine kleine Zeche, die auch fleißig am Verladen war. Warten wir noch diesen Zug ab. Und sind jetzt auf dem roten Teil der OAE. Rote Straße haben wir hier gerade. An Industrieanschlüssen. Von der anderen Seite. Ja, und hier ist ein Bahnhof, der jetzt sehr kurzfristig noch gebaut wurde. Hankensbüttel ist in dem Sinne der Übergabebahnhof von Miesburg Nord zur OAE. Und wir gehen weiter die Strecke ab. Auch immer wieder sehr schön, diese schön weiten Bögen. Das ist der Bahnhof Kleinhauser Feen. Den gucken wir uns gleich auch nochmal von der anderen Seite an, weil der ist auch sehenswert. Sehr schöne Detaillierung. Hier kommen wir jetzt nach Kleinamerika. Auch diese Haltestelle gibt es in Wirklichkeit. Und laufen weiter zum Endbahnhof Bad Rönningen. Auch dieser Bahnhof, wie ihr seht, noch in der Entstehungsphase. Aber schon funktional. Da kann man richtig sagen, bei dem Bahnhof Büffelbahn. Gucken wir uns den Hafen von Kleinamerika noch ein wenig an. Das Hafenbecken mit seinen Anliegern, Fabriken und so weiter. Auch dort kann man sich einen Wolf rangieren. Und sowas ist immer Spaß. Ja, Kleinhauser Feen, also Detaillierung noch und nöcher. Klein, aber fein, kann ich dann nur sagen. Und allein dadurch, dass da auch geschlüsselt werden muss, ist das schon spaßig, da zuzustellen. Und Wagen abzuziehen. Zu guter Letzt jetzt nochmal der genaue Blick zur Zeche Unser Otto. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und sage jetzt schon mal, bis bald, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das zählt sogar heutzutage bei YouTube mehr als ein Abo. Und dann weiß ich auch, dass euch die Videos weiterhin gefallen und ich weiter solche Videos mache. Bis dann, ciao.